In einem Weinkeller sollen 3.321 Flaschen so gestapelt werden, dass in der oberen Reihe nur eine Flasche und in jeder darunter eine Flasche mehr liegt. Frage, wie viele Flaschen liegen ganz unten? Wir stellen uns die Situation so vor: In der oberen Reihe liegt eine einzige Flasche, darunter liegen zwei Flaschen, in der dritten Reihe liegen drei Flaschen und immer so weiter. Hier erkennen wir, 1 plus 1 ist 2, plus 1 ist 3, plus 1 ist 4 und immer so weiter. Das ist also eine arithmetische Zahlenfolge, zu der wir diese Formel zur Verfügung haben. In unserem Modell liegen insgesamt 15 Flaschen. Wie kommt man darauf? Eine plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Das heißt, wir addieren die 5 ersten Glieder dieser Folge. Das macht dann 15. Also, um unsere Aufgabe zu lösen, werden wir diese Summenformel einsetzen und in dieser Summenformel können wir T1 ersetzen durch 1, Tn können wir ersetzen durch n. Wieso? T1 ist 1, T2 ist 2, T3 ist 3, T4 ist 4 und so weiter. Also ist Tn gleich n. Und die gesamte Summe, das sind die 3.321 Flaschen. Also führt diese Aufgabe zu dieser Gleichung mit unbekannter n. Jetzt setzen wir 2 rechts rüber, wo sie multiplizieren wird. Dann steht rechts 6.642 und links können wir n verteilen. Das macht n plus n Quadrat. Und diese 6.642 setzen wir wieder links rüber. Und somit erhalten wir diese Gleichung zweiten Grades. Die Diskriminante dieser Gleichung ist 26.569. Also hat diese Gleichung die zwei verschiedenen Lösungen 81 und minus 82. Aber für unsere Aufgabe muss n eine natürliche Zahl sein. Also ist diese Lösung minus 82 zu verwerfen. Antwort auf die gestellte Frage: Ganz unten liegen 81 Flaschen.